Sarah Wagenknecht. Danke. Und ich war jetzt zur Prozessbeobachtung in London, war gestern dort und will einfach ein paar Eindrücke euch vermitteln von diesem Prozess, auch von der die Stimmung, die da drumherum ist. Erstmal war es und ist es unglaublich schwierig, diesen Prozess zu beobachten. Ich habe vor Wochen einen Antrag, es war erstmal schwierig, überhaupt eine Adresse rauszukriegen, wo man sich anmelden kann, wenn man diesen Prozess beobachten will. Habe dann dort darin geschrieben, mit die Adresse mit Unterstützung der Deutschen Botschaft bekommen. Vor mehreren Wochen kriege ich eine automatische Antwort, dass ich eine Antwort kriegen werde, die dann nie gekommen ist. Also ich konnte mich nicht regulär anmelden und habe dann am Tag, als ich angereist bin, am Montag nach London, eine E-Mail bekommen, dass ich ja nicht in Großbritannien sei und deshalb den Prozess nicht beobachten könne. Und das ging auch vielen anderen so, die sich dort sozusagen angemeldet haben. Also das wurde bewusst missverstanden, weil ich natürlich, wenn ich sage, ich möchte den Prozess beobachten und ich bin dann nicht nur dazu sage, ich werde dann auch in London sein, weil das ja logisch ist. Ja? Aber so über solche Mittel, über solche Instrumente haben sie versucht, der Beobachtung auch von Abgeordneten und von Journalisten Steine in den Weg zu legen. Ich bin dann habe dann schließlich einen Link gekriegt, mit dem ich dann von auf britischem Boden, oder genauer gesagt, glaube ich, nur auf englisch und walisischem Boden, den Prozess beobachten kann per Video. Ich bin dann trotzdem zum High Court gegangen, gestern Morgen. Da waren dann schon mehrere hundert Menschen dort, die protestiert haben, für die Freilassung waren. Und es gab Menschen dort, so wie ihr hier, die ihr hier seit Jahren steht, die morgens um 5 Uhr sich angestellt haben, beim High Court in eine Schlange, um einen Platz zu ergattern im Gerichtssaal und dann diesen Platz sozusagen Menschen wie mir, von denen sie meinen, dass es wichtig ist, wenn sie da reinkommen, diesen Platz zur Verfügung zu stellen. Ich finde das einfach unglaublich, wie engagiert Aktivisten dort sind und wie ihr hier auch über Jahre, aber das ist überall in Europa, auf der Welt so, dass es solche Gruppen gibt, die unglaublich engagiert sich für die Freilassung von Julian Assange einsetzen. Und das ist ja auch wirklich notwendig, weil ich sage immer wieder, es ist der wichtigste politische Prozess der Gegenwart. Wenn Julian Assange ausgeliefert wird und einem langsamen Tod letztlich in den USA sterben muss, dann hat das unglaubliche Auswirkungen auf die Pressefreiheit, letztlich auch auf die Demokratie, auf das, was wir wissen dürfen über das Handeln und geheime Handeln von Staaten. Und deswegen ist es eben so unglaublich wichtig, dass jetzt an diesen zwei entscheidenden Tagen ein positives Ergebnis rauskommt. Und das kann am Ende nur sein, Julian Assange muss sofort freigelassen werden. Ich bin dann tatsächlich reingekommen. Es gab einen Gerichtsraum in diesem High Court, wo etwa, 40, 50 Menschen reinkamen, darunter die Anwälte, aber eben auch Abgeordnete, es waren noch andere Abgeordnete da, Sevim Dadelen auch, die ist heute auch noch in London, darunter Claire Daly und Mick Wallace aus Irland, Martin Sonneborn war auch dort, ich weiß den Namen nicht mehr, von den Piraten aus dem EU-Parlament. Und es waren auch Journalisten da wie Chris Hedges oder Craig Murray, die dann schließlich reingekommen sind. Und die Bedingungen dort, wenn man dann schließlich reingekommen ist, waren unter aller Sau, um das mal auf Deutsch zu sagen. Man hat kaum, selbst in dem Raum selbst, selbst wenn man nur 5 Meter entfernt war von den Vortragenden dort, von den Anwälten und wenige Meter mehr von der Richterin, hat man es kaum verstanden. Und noch viel schlimmer war es dann in einem Raum, wo die meisten Journalisten waren, in den der Prozess dann innerhalb des High Courts übertragen wurde.
Und dort ist es so, dass die fast gar nichts verstanden haben. Und auch heute, was ich höre, etwa von Stefania Maurizi, eine ganz wunderbare italienische Journalistin, dass praktisch de facto nicht wirklich sauber zu verfolgen ist, was vorgetragen wird. Also es war ein unglaublich einerseits verstaubtes, nicht auf Transparenz ausgelegtes Gericht in London. Und ich glaube auch, dass es zusätzlich nochmal schwierig gemacht wird für die internationale Öffentlichkeit, dem zu folgen. Also das finde ich unerträglich. Die Sitzung musste immer wieder unterbrochen werden, weil es Meldungen aus dem Nebenraum gab, dass das nicht verstanden werden kann. Und das Gleiche ist wohl heute auch der Fall. Also auch das muss man hier sehr deutlich kritisieren. Zur Sache selbst. Ihr wisst, das ist eine Anhörung, die stattfindet, wo die Anwälte von Assange das Ursprungsurteil aus dem Januar, glaube ich, 21 war das, dieser Londoner Richterin, in denen sie in allen Punkten den USA Recht gegeben haben, was die Auslieferungspunkte, die inhaltlichen Punkte angeht, aber am Ende dann gesagt hat, aus humanitären Gründen kann er nicht ausgeliefert werden, weil er ist selbstmordgefährdet. Das war ja ein vergiftetes Urteil damals. Und dieses Ursprungsurteil wird von den Anwälten in 8 Punkten angefochten. Und ich habe mir diese dann, soweit ich das dann eben hören konnte, ist die Argumentation der Anwälte so überzeugend, so zwingend, dass ich gestern, als ich rauskam aus dem Gericht, auch in Interviews gesagt habe, ich gehe davon aus, ich muss davon ausgehen, dass diesem Einspruch zumindest teilweise Recht gegeben wird. Weil das ist so zwingend. Ich will ein Beispiel nennen, worauf ja gar nicht eingegangen wurde bei dem Ursprungsurteil 2021, ist, dass es einen mittlerweile nachgewiesenen Komplott gab von Mike Pompeo und der CIA, Julian Assange zu ermorden. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, das kann man ja in allen Medien lesen, das ist ja nachgewiesen. Und das war auch Gegenstand gestern, das haben auch nochmal die Anwälte von Assange stark gemacht. Und man kann doch nicht in ein Land jemanden ausliefern, das versucht hat, diese Person umzubringen. Also das ist eigentlich so eindeutig, aber auch im Artikel 4 dieses Auslieferungsabkommens zwischen Großbritannien und den USA ist eine politische Auslieferung ausgeschlossen. Und natürlich ist Julian Assange ein politischer Fall und deswegen sagen wir, er darf auf keinen Fall ausgeliefert werden. Was kann jetzt passieren? Es gibt, wie gesagt, diese Anhörung bezüglich des Einspruchs der Anwälte. Das sind zwei Richter. Einer der beiden Richter, muss man auch dazu sagen, war vorher Mitarbeiter oder hat zumindest Geld bekommen vom MI6, also dem britischen Geheimdienst. Auch das wirft Fragen auf. Die Anwälte haben das jetzt nicht in Frage gestellt. Aber ich finde das schon auch problematisch und erwähnenswert, weil welche Richter werden da sozusagen auch darüber entscheiden? Es gibt mehrere Szenarien jetzt. Es kann sein, wie gesagt, dass ein Teil der Appeal-Gründe, ein Teil der Einspruchsgründe der Anwälte dem stattgegeben wird. Dann wird der Prozess neu entlang dieser Punkte in Großbritannien aufgerollt. Das ist natürlich gut, dass er dann nicht ausgeliefert wird in den USA. Aber das heißt dann auch, dass er weiter in Belmarsh, in dieser Zelle sitzen muss und der ganze Vorgang des Punishment Through Process, der Strafe durch den Prozess, 5 Jahre in einer solchen Zelle, ist ja schon unglaublich, dass der dann weitergehen kann. Das wäre ein Szenario. Es kann sein, dass alle Gründe abgelehnt werden, alle Einspruchsgründe, dann würde, und das haben die Anwälte vorbereitet, eine Interim Measure, eine einstweilige Verfügung des Straßburger Gerichtshofs sehr wahrscheinlich greifen oder sehr wahrscheinlich würde die ausgesprochen, des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Man muss halt dazu sagen, Großbritannien ist ja weiterhin
Mitglied des Europarates und der Menschenrechtskonvention und völkerrechtlich verpflichtet, die Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg umzusetzen. Das ist keine Ermessenssache, sondern es ist ein völkerrechtliches eine Pflicht. Aber trotzdem stellt sich dann die Frage, ob sie letztlich internationales Recht brechen, um Assange auszuliefern oder nicht. Aber das wäre schon ein sehr weitgehender Bruch. Das haben die Briten bis jetzt nicht gemacht. Sie haben im Fall von Ruanda zum Beispiel eine solche einstweilige Verfügung umgesetzt. Also das wäre dann denkbar, wenn sozusagen der Einspruch der Anwälte abgelehnt werden würde. Er kann in ein Flugzeug gesetzt werden, er kann dann in die USA ausgeliefert werden, aber gleichzeitig wird es eine Interim Measure aus Straßburg geben und dann ist die große spannende Frage halt, ob Großbritannien sich daran hält oder ob es letztlich dann ein Unrechtsstaat wird, das muss man ja dann auch sagen. Das wäre nochmal eine Zuspitzung sozusagen des Unrechtes, was jetzt schon stattfindet. Also das ist die Situation. Ich finde es toll, dass ihr hier seid. Ich sage immer, wenn ich den ganzen Verfahrensweg darstelle, auch mit Straßburg und Europarat und so weiter, es hat weitgehende Auswirkungen. Post-EU-Verträge zwischen der EU und Großbritannien sind mit einer harten Formulierung gebunden an die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Da haben die Briten Interesse dran. Das würde dann in Frage gestellt werden. Aber trotz alledem, ich sage immer, es muss sofort, Julian Assange muss sofort freigelassen werden. Die Bestrafung durch einen neuen langjährigen Prozess muss sofort ein Ende haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiter. Lass ihn frei! Sofort! Lass ihn frei! Sofort!